Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Letztes Mal sind wir in der Ernte stehen geblieben und wir haben das mal fertig machen lassen. Wir waren hier dran, meines Erachtens, genau. Wir waren am Stroh einsammeln. Ah, jetzt bin ich schon wieder mit. Fange schon wieder an hier mit Taste 2 und alles. Wobei ich normalerweise mittlerweile wissen müsste. Und ja, wir sind immer noch darauf zu, zumindest der kleine Werkzeug für Forstwirtschaft zu kriegen. Damit wir uns etwas arbeiten können. Ein bisschen Geld verdienen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das Zeug beim Sägewerk nicht in den Teich werfen werde, sondern an den Zug weitergeben werde, weil das irgendwie, habe ich das Gefühl, mehr Geld gibt. Weil ich halt im Zug eine Ablagestelle abgebe, kriege ich Geld, und wenn ich dann noch den Zug losschicke, kriege ich auch nochmal Geld. Drum, ja, werde ich das, denke ich mal, auch so machen. Muss ich auch gucken, habe ich das andere Feld auch schon abgeerntet? Ach Quatsch, mit ihm muss ich das doch machen. Habe ich das andere Ding schon fett? Nee, noch nicht. Ist aber noch mal erntereif. Scheiße. Okay, da habe ich, glaube ich, schon Bock geschossen. Da ich ja schon geerntet habe, bevor das überhaupt reif ist. Scheiße. Naja. Das war eine Doofe, würde ich mal sagen. Aber was soll's. Da habe ich nicht aufgepasst. Na, nächstes Mal. Nächstes Mal vielleicht. Muss ich auch noch gerade gucken nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr. Wie sah das aus? Wie viel brauchen wir dafür? Ja, 54.000 brauchen wir. Und eine Kettensäge fehlt uns dann noch. Okay. Aber das ist, denke ich, machbar. Innerhalb der nächsten Zeit. Hoffe ich zumindest einmal. Und dann. Oder habe ich schon wieder. Ich habe da schon wieder ein Jahr eingesät, ne? Hahaha. Ganz ehrlich, haben wir schon wieder eingesät. Die Sehmaschine steht ja da alles an der Seite bereit. Und dann ist es klar. Na klar. Eingesät, darum ist das auch deine erste Wachstumsphase, glaube ich, ne? Nein, nicht UI. 38 Jahre in der ersten Wachstumsphase, ja, ich habe damit neu eingesät schon wieder. Dumm. So. War ich auch in der, in meinem Privatspielstand gemacht habe, ist mittlerweile mal alle Münzen gesammelt. Die werde ich jetzt hier aber nicht sagen, weil das wird lang ab sind. Und selbst wenn ich dann alles, alle reingetan habe, oder eingesammelt habe, gut, ich würde dann, ein paar hundert, ca. 200.000 Liter pro Einheiten an allen möglichen zusammenkriegen, was ich da zusammen habe. Aber ganz ehrlich, dann habe ich keine Lust zu. Jetzt hier die Münzen einzusammeln, geht auch so. Warte, mein Privatspielchenmacher hat hier nichts zu sagen. Dann vergessen wir das mal ganz schnell. Wieder. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Da mal eine Jacke. Da wird er bestimmt nichts machen. Eier einsammeln, nee, danke. Später Kühe und Schafe, auf jeden Fall. So. Ich weiß auch schon, was ich machen werde. Ich werde da oben bei Feld 1 so rum. Um Feld 1. Oder Feld 12 werde ich schon. Genau. Feld 12. Werde ich mal später kaufen. Und da meine Holzform hinsetzen. Da werde ich dann die Bäume pflanzen, die ich abernten werde.
muss ich noch genau gucken, genau Planung muss ich noch gucken, ob ich das in meinem privaten Spielstand ein bisschen am Ausprobieren, damit ich das hier ein bisschen professioneller dann handhaben kann. Ich hoffe, erzählt ihr mir ein bisschen nach. So, wo war ich denn jetzt? Da war ich stehen geblieben, genau. Und da müssen wir mal schauen, was wir hier jetzt noch mal zu Geld kommen durch die Forstwirtschaft. Da graut es mir jetzt schon davor, mit dem Greifarm da zu arbeiten. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Katastrophe. Das Problem ist aber einfach nur, ich muss. Wartet mal, was kommt mich. Kommt da jetzt selber Fleisch bei raus? Muss man gerade gucken. Traktoren. Und dann kostet der 64. Oder? Ich weiß, wie ich es mache. Und zwar über die Masse, über die Mods. Ups, da. Lass mal hier raus. Und zwar modsmäßig habe ich hier den Kröger. Dann brauche ich jetzt nur beim Mod-Hoster, hole ich mir dann noch so einen Heckgreiferarm. Dann geht das auch. Ja. Das mache ich bis zur nächsten Folge. Dann hole ich mir das Dinge. Und dann sind wir weiter. Muss man uns dann ein bisschen dazu hocharbeiten, dass wir uns dann direkt mit Frontlader holen. Ja. Ich glaube, meine nächste Folge schon mit der Forstwirtschaft ein bisschen anfangen. Mal schauen, wie wir da so klarkommen. So, der ist jetzt auch fertig da. Das ist sehr schön. Dann kannst du gleich die Sämaschine anfangen zu arbeiten. Komm mal klar, ein bisschen Glück, da ist schon die Dings alles hoch. Hochstellen. Gedüngt dürfte auch schon mittlerweile sein. Also und man dürfte eigentlich komplett fertig sein. Dass man auch hier arbeiten muss. So viel dazu. Und gehen wir zu dem, was ich in der letzten Folge, in der letzten Aufnahmesession gesagt habe, dass ich hier das fährt ein bisschen bis zum Fertigbreit ausweite. Das lasse ich mal lieber sein, denn ich habe bei mir, ich habe zu gemacht. Und dann wird die Maschine, je nachdem von Arbeitsbreite, das ist ein bisschen an Tiererei. Dann heißt nämlich, dieses Feld gehört ihnen nicht, weil er dann 12 auf Feld 30 drauf kommt, an die Sämaschine. Und das ist dann so, denkt das Helfer, er wäre fertig und macht nicht weiter. Und das ist die Scheiße halt. Na, das war nicht so gut. Dafür ist das jetzt umso besser hier. So, kriege ich aber nicht alles hier rein. Ja, den Laderaum muss man auch langsam mal updaten. Also auf jeden Fall. Ja. Moment, für unsere Zwecke tut er das noch einigermaßen. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber wir sind ja noch am Anfang unserer Karriere. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Drum, ja, ich auch hier alles einsammeln würde hier. Drum, so viel dazu. Den Greifarm werde ich natürlich dann später, denke ich mal, durch Frontlader ersetzt. Da würde ich mal dann ganz gerne den Steyr holen. Dann habe ich meinen Spielstand auch. Und er macht da gute Arbeit. Obwohl ich dann noch ein bisschen mit das Steuern zu kämpfen habe, also vom Frontlader. Weil ich habe meine. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel die Gabel knicken nach vorne, nach oben ist hier seitenverkehrt. Ich meine, wenn ich nach links gemacht hätte,
Normalerweise in LS13 war es so, die Jabe nach oben geknickt wird. Hier geht sie aber nach unten. Das ist nicht so schön, finde ich. Also, ist erst so eine gewisse Sache. Letztendlich, weil ich halt so nach oben mache, gehe ich davon aus, dass in LS13 so war. So. Nein, den will ich. Also, wir das mal ganz Lager bringen. Damit wir hier in Ruhe weitermachen können. Und dann können wir die Seemaschine eigentlich einstellen. Ansperren, dann bis dat die hier so, dat, bis dat wir hier fertig sind. Oder bis dat die Seemaschine hier bei uns ist, sind wir ja schon, denke ich mal, schnell durch. Schon durch, so. Nehmen wir mal den Weg hier, ist schneller. Als jetzt extra aus nochmal rumzufahren, wäre ja Blödsinn, das zu machen. So, müssen wir nur mal, jetzt langsam auch, wo wir später auch die Herzstütze machen können. Zumindest für die Stumpfstücke. Hier ist schon mal sein Hänger, den stelle ich einfach mal hier hin. Und dann tue ich dich an die Seemaschine dran. So. Würde man. Das ist eine Sache, verkauft man Hühnemann oder verkauft man nicht? Das ist so eine Sache, die man sich überlegen muss. Zumindest einen könnte ich verkaufen. Ich habe ja drei. Ja, ich glaube, einen würde ich auch verkaufen jetzt. Weil, was will ich mit der ganzen Kacke? Da, hier Raps. Schon eingestellt, wunderbar. Weil, mein Futtertrack ist schon irgendwie ein bisschen arsch viel. Ich muss sowieso gucken, dass ich für die Forstwirtschaft dann noch so ein Dolzi krieg. Um vorerst zu ziehen und alles, weil das der wird der Hülimann zu schlapp für sein. Du fliegst gleich weg, ich mach das erstmal hier voran. Wird mal hier doch nicht im Bedrängnis kommen und nachher das gute Stroh Donner weg ist. Und ich habe so Fehler gemacht, ich wollte doch die Seemaschine hier oben ansetzen, oder wie war das? Ja, muss ich das gleich nochmal umsetzen. Oder zumindest neu starten. Das nutzt halt nichts. Ach, ärgerlich. Naja, nächstes Mal sind wir schlauer. Jetzt weiß ich Bescheid. Haus, zumindest hab ich letztes Mal auch schon gesagt. Nächstes Mal. Am besten hier irgendwo ein Merkzettel aufhängen. Wäre, glaube ich, auch besser, was ich machen könnte. Denke ich mal. Wer von euch die Münzen sammeln will, die sind eigentlich teilweise recht gut versteckt, aber auch ganz einfach. Vor allen Dingen an so gewissen Orten. Da sind manchmal, warte, kann ich euch mal zeigen. Und da vom Feld 38. War Feld 38? Meine ja. Da sind, bin ich lange gesund zu Felsen. Da habe ich mir gedacht, okay, da zwischen den Felsen wird doch eine Münze sein. Ich habe so verrecken keinen gefunden. Man muss wirklich genau hingucken. Und nachher, also wenn ich mit 10 Münzen gesammelt habe, wird ja so, dass die auf der Karte markiert werden. Und genau an der Stelle, wo ich schon geguckt hatte, bei dem Felsen, da war unter dem Felsen, an der Seite an dem Felsen, recht gut versteckt, lag da halt noch eine Münze, lag da halt die Münze, die ich auch schon vermutet hatte, aber nicht gefunden habe. Das ist natürlich auch schon ärgerlich, du denkst, oh, da ist auch ein gutes Versteck, da ist bestimmt eine. Wenn du es dann hast, dann denkst du dann, oh, habe ich mich wohl vertan. Nee, da ist doch eine. Da muss man echt gucken, Augen und Ohren offen halten. Ja gut, Ohren jetzt nicht unbedingt, aber die Ohren auf jeden Fall. Na jo, dann würde ich sagen, fangen wir nächste Folge an mit dem Holz. Ich schon mal diesen Greifarm noch rein. Und dann würde ich sagen, können wir uns nächste Folge die Sachen schon kaufen. Hoffe zumindest mal. Und dann würde ich sagen, bringen wir jetzt noch das Stroh weg. Und dann
Hoffe, ich hat euch auch diese Folge wieder gefallen, auch wenn ich nicht viel geschafft habe, mal wieder, wie immer. Da sind halt 15 Minuten, 17 Minuten, die sind schnell vorbei, dann macht man, schafft man nicht viel. 20 Minuten beschnitt man da statt, sonst mit Ding über ein GB kommen und dann das Ding so dermaßen extrem, ja, wie soll ich sagen, groß werden. Drum lade ich auf die mal, so, du kommst jetzt weg, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schau nächste Folge ein zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Bis dahin, ciao.